Jetzt bei Anwälte im Einsatz. Silvia findet ihre Tochter mit Blutergüssen übersät. Anwältin Alisa Valjolova will herausfinden, was passiert ist. Das sieht für mich nach gezielten Schlägen aus. Was? Die Ärztin hat auch gesagt, dass sie verprügelt wurde. Das warst doch du. Mensch, lass deine Finger von meiner Tochter. Wie verprügelt? Ich könnte Elena sowas nie antun. Wenn Sie vor jemandem Angst haben oder ähnliches, da gibt es zahlreiche Wege, wie ich Ihnen helfen kann. Gott, jetzt geht das schon wieder los. Wer sind Sie eigentlich? Sieht den Chester an. Ey, wagt ihr Brutto zu machen? Sag mal, dann haut ihr dicke Mais. Stickst du dran, Alter. Sag mal. Na, ruf doch die Polizei. In Berlin ist Silvia Bethke auf dem Weg zu ihrer Tochter Lena Amadi. Seit wenigen Monaten hilft ihr die 22-Jährige, ein kleines Bistro zu leiten, da sie seit der Trennung von ihrem Mann dazu nicht mehr in der Lage ist. Doch heute ist ihre Tochter nicht zur Arbeit erschienen und das macht der Mutter große Sorgen. Zu Recht. Lena? Lena, wo bist du? Ach, hey, Kind, was ist denn hier passiert? Was ist denn hier los? Nichts. Wie nichts? Du hast doch Schmerzen. Bist du überfallen worden oder was? Nein. Was ist das? Du hast ja überall blaue Flecke. Schau mal her. Au. Ja. Da tut's auch noch weh. Langsam, komm, setz dich erstmal hier unten auf den Stuhl. Oh, Mann, Mädchen. Du hast doch. Ich rufe jetzt die Polizei. Nein! Wieso nicht? Warum? Die Polizei? Wofür? Ich bin einfach ausgerutscht. Ausgerutscht, ja. Ich sehe doch genau, dass da was ganz anderes passiert ist. Du bist doch geschlagen worden. Nein. Vielleicht dein toller Ehemann. Mann, wo ist der überhaupt? Wo treibt sich der schon wieder rum? Der lässt dich nur alleine. Der arbeitet, Mama. Der arbeitet. Bitte. Entspann dich. Ja. Komm her, pass auf. Ich bring dich jetzt ins Krankenhaus. Nein! Das klären wir alle später, wie das passiert ist, aber jetzt musst du mit mir mitkommen. Du kommst jetzt mit. Ich fahr dich dahin. Du kannst kaum stehen und kaum laufen und willst nicht ins Krankenhaus. Du spinnst wohl. Ich kann meiner Mama nicht sagen, was passiert ist, sonst dreht die durch. Ich hoffe nur, dass sie die Story schluckt. Die 46-jährige Berlinerin glaubt fest daran, dass ihre Tochter einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen ist und besteht darauf, sie ins Krankenhaus zu begleiten. Auch Dr. Irina Pawlow erkennt sofort, dass Lenas Blutergüsse nicht aus einem Unfall resultieren. Ich möchte mit Ihnen ganz offen sprechen. Das sieht für mich nach gezielten Schlägen aus. Das habe ich doch gleich gewusst. Ich habe es doch gesehen im ersten Moment. Du bist geschlagen worden, Kind. Oh, bitte. Kriegt euch doch wieder ein. Ich bin einfach tollpatschig und bin hingefallen. Frau Marti, wenn Sie Angst haben, verstehe ich Sie. Aber Sie haben wirklich, schauen Sie das mal an. Das tut auch wahnsinnig weh. Ich weiß, das sind die Schläge. Na, ich... Frau Martin, ich kann Ihnen helfen. Ich habe Kontakte zu Frauenhäusern und auch andere Opferschutzeinrichtungen. Ich habe keine Lust jetzt mehr. Frau Doktor, ich... Ja, ich kann Ihnen einen Platz da vermitteln, sofort. Sie? Frau Amati, also... Kind! Ach, Mann. Also. Frau Doktor, es tut mir leid, ich muss hinter ihr her, ich kann ihn nicht allein lassen. Ja, kommen Sie wieder, wenn Sie sich um mich scharen. Ja, natürlich, wenn was ist, melden wir uns. Lena! Kind! Mensch! Komm, ich stütze dich. Danke. Schatz, sag mal, sei ehrlich, war es der? War es Ramin? Hat er das gemacht? Wie kommst du denn auf so einen Quatsch? Naja, weißt du, schau mal, ihr beide, ihr habt... Komm, setz dich erstmal nochmal, ja? Setz dich hin. Ihr beide habt so Hals über Kopf geheiratet. Und ihr habt euch überhaupt nicht richtig gekannt. Und manche Typen reagieren dann einfach so darauf. Die fangen an, um sich zu schlagen. Aber Schatz, du musst keine Angst haben. Du kannst auch mit zu mir kommen. Wir sind glücklich miteinander, bitte. Wir haben einfach schnell geheiratet, das ist alles. Du, der ist mir einfach nicht geheuer, ja? Der hat niemals Zeit für dich. Und ich kenne den fast gar nicht. Ich kann den einladen, wann ich will. Der kommt nicht. Und ihr habt mich ja nicht mal zur Hochzeit eingeladen. Ja, er hat eben viel zu tun. Und ich auch. Und wir wollten einfach schnell heiraten. Das ist alles. Lena. Das... Ach, da kommt ja auch der noch. Mann, Lena. Was will der denn jetzt hier?
Wie geht's dir? Gut. Was hat die Ärztin gesagt? Du brauchst dir gar nicht so zu tun, als wenn du hier der tolle Ehemann bist. Was? Die Ärztin hat auch gesagt, dass sie verprügelt wurde. Das warst doch du. Mensch, lass deine Finger von meiner Frau. Wie verprügelt? Ich habe deine Nachricht bekommen und bin sofort los. Sorry. Und guck mal, wie sie zusammenzuckt, wenn du sie nur berührst. Reg dich mal ab. Ich könnte Elena sowas nie antun. Warum sagst du sowas? Ich meine, nein. Bitte, komm, wir gehen einfach. Mama, lass gut sein. Lena. Echt jetzt. Lena, du willst reichen. Lass doch, Silvia. Sie will nach Hause mit mir Wie gehen. Wie redest du überhaupt mit mir? Und ich will nicht mehr, dass Mama. Du an meiner Silvia, Tochter hast dran du bist. Gehört. Bitte lass gehen uns wir nach Hause. Lena, du kannst doch nicht mit ihm mitgehen. Oh Mann, das darf ich mir die nächsten Tage garantiert noch öfter anhören. Ich hätte meiner Mama niemals den Zweitschlüssel geben dürfen. Die hat genug eigene Probleme, um die soll sie sich mal kümmern. Doch Silvia hat Angst um ihre Tochter. Sie befürchtet sogar, dass Lena ihrem Ehemann Ramin hörig ist und ihn deshalb deckt. Und so wendet sich die Mutter hilfesuchend an Anwältin Alisa Valjulova. Also Sie meinen, sie ist Opfer von häuslicher Gewalt geworden? Ja, auf jeden Fall, ja, natürlich. Und Sie haben Ihren Schwiegersohn im Verdacht? Ja, klar. Hm. Warum? Seitdem sie diesen Kerl kennt, hat sich mein Mädchen total verändert, ja? Sie ist nicht mehr sie selbst. Früher wollte sie immer toll heiraten in Weiß und mit allem drum und dran. Und jetzt hat sie den Kerl da einfach auf dem Standesamt zu mir, nichts dir, nichts von heute auf morgen, ohne jemandem Bescheid zu sagen, geheiratet. Frau Bethke, ich kann Ihre Sorge um Ihre Tochter schon nachvollziehen, aber aus all diesen Sachen erschließt sich für mich noch nicht, dass er gewalttätig geworden ist. Naja, wissen Sie, also da war ja noch was anderes, ne? So vor ungefähr ein paar Wochen war das, da wollte ich meine Tochter besuchen und da sehe ich ihn da vor der Tür, wie er sich da mit einen fremden Mann streitet. Und zwar sowas von heftig und sowas von aggressiv. Ich habe wirklich Angst bekommen, ja. Also da hat nicht viel gefehlt und er hätte zugeschlagen. Glauben Sie mir, das ist ein Schläger. Hm. Das ist er einfach. Haben Sie Ihre Tochter darauf angesprochen? Ja, habe ich. Aber da hat sie nur kurz darauf geantwortet, dass er sich da mit einem Kumpel gezofft hat. Ja? Und gestern im Krankenhaus war es ja wieder genauso. Er kommt an und sie hört nur noch auf das, was er sagt. Was ich sage, ist komplett egal. Gut, und wie kann ich Ihnen jetzt helfen? Ich will, dass dieser Typ angezeigt wird. Ich möchte Strafanzeige stellen. Mhm. Der schlägt meine Tochter. Okay, Frau Bethke, ich sehe, Sie machen sich offensichtlich wirklich Sorgen, ja? Aber das Problem ist folgendes. Bei so einer Körperverletzung, wenn dabei keine Waffen oder Ähnliches verwendet wurden, das bleibt ein absolutes Antragsdelikt. Das heißt, nur das Opfer dieser Körperverletzung, also nur Ihre Tochter, kann eine Strafanzeige tatsächlich stellen, damit diese auch von der Polizei oder Staatsanwaltschaft verfolgt wird und Ermittlungen vorgenommen werden. Genau das habe ich ihr ja auch gesagt. Ich wollte ja mit ihr auch gleich sofort zur Polizei gehen. Aber sie hört nicht. Egal, was ich sage, sie hört nicht mehr hin. So wie Sie mir das hier schildern, habe ich eher den Eindruck, dass Ihre Tochter vielleicht Angst hat oder etwas zu verheimlichen hat. Und vielleicht möchte sie genau deswegen auch nicht zur Polizei gehen. Naja, vielleicht könnten Sie ja mal mit ihr reden. Vielleicht hört sie dahin, weil bei mir macht sie komplett zu. Hm, das kann ich gerne machen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, bisher haben wir nur Vermutungen, wir haben keine Beweise. Und deshalb würde ich mir erstmal lieber gerne ein Bild von Ihrem Schwiegersohn machen, selber. Und mir ein paar Informationen über ihn einholen. Ja, naja, wenn es denn sein muss, dann tun Sie das. Gut, Frau Bethke, da möchte ich Sie bitten, schreiben Sie mir doch bitte einmal die Adresse auf, wo ich Ihren Schwiegersohn antreffen kann. Ja, da arbeitet er. Mhm. Bitte schön, da haben Sie die Adresse. Gut, wunderbar. Hätten Sie vielleicht noch ein Foto von ihm? Ja, zum Glück habe ich eins dabei, ne? Also ich habe das hier von der Hochzeit. Schauen Sie sich das mal an. Meinen Sie so, sieht wirklich ein glückliches Ehepaar aus? Ein glücklicher Ehemann sieht ganz bestimmt nicht so aus. Und meine Tochter, die sieht total unglücklich aus. Also das kann man ja nicht ein tolles Ehepaar nennen. Ja, da haben Sie natürlich recht. Alles klar. Dann werde ich mich bei Ihnen melden, sobald ich einige Informationen gesammelt habe. Dann können wir weiterschauen. Bisher kenne ich nur die Version von Frau Silvia Bethke zu dieser Geschichte. Aber bevor ich mit Ihrer Tochter über die Möglichkeit einer Strafanzeige spreche, da möchte ich mir lieber selber ein Bild über die Ehe der Amatis machen. Und sollte ich tatsächlich sehen, dass die Tochter von Frau Bethke in Gefahr ist, werde ich alles daran setzen, dass diese Körperverletzung auch verfolgt wird. Ramin Amadi arbeitet als Spülkraft in einer Großküche. Dort will Anwältin Alisa Valjulova den gebürtigen Iraner aufsuchen und trifft auf dessen Kollegen Marcel Koslowski. Von ihm erfährt die Juristin einiges über Ramins Familienverhältnisse. Entschuldigung, was machen Sie hier? Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Valjulova, ich bin Rechtsanwältin. Ich suche den Herrn Amadi. Den Ramin? Genau, richtig, ja. Der steckt ja wohl nicht etwa in Schwierigkeiten. Nein, das überhaupt nicht. Seine Schwiegermutter schickt mich. Es geht um seine Frau Lena. Okay, weil der Ramin ist ein echt cooler Typ.
Ja, da kennen Sie ihn gut, oder? Ja, was heißt gut kennen? Ich habe schon einige Schichten hier mit ihm verbracht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ein dufter Typ, ganz ehrlich. Er hat mich schon oft aus der Scheiße geholt, wenn ich mal morgens den Wecker vergessen habe zu stellen oder so. Der ist immer eingesprungen. Können Sie mir sagen, wo er ist? Er ist mit seiner Tochter Shirin um die Uhrzeit immer auf dem Spielplatz. Mit seiner Tochter Shirin? Davon wusste ich gar nichts. Wie alt ist sie denn? Sie müsste so 2 Jahre jetzt ungefähr sein, ja. Richtig süßes kleines Mädchen, aufgeweckt. Aber wenn Sie sie jetzt noch erreichen möchten, dann müssten Sie jetzt langsam nach Marzahn wandeln. Nach Marzahn? Ich dachte, er wohnt in Pankow. Oder ist in Marzahn der Spielplatz? Nein, also er wohnt in Marzahn mit seiner kleinen Familie. Aber das müsste die Schwiegermutter doch wissen. Ja, aber sie hat jetzt einfach in der Eile wahrscheinlich vergessen, mir die Adresse zu geben. Können Sie mir sagen, wo er wohnt? Oder wo der Spielplatz ist? Also er wohnt in der Straße 33. Das weiß ich. Dort, wo die Plattenbauten sind. Kennen Sie sich da aus? Nein, aber mein Navi kennt das mit Sicherheit. Ich finde das. Okay, ja. Gut. Vielen, vielen Dank. Ja. Nicht zu danken. Tun Sie mir einen Gefallen. Grüßen Sie die beiden von mir. Mach ich, mach ich. Das ist super lieb von Ihnen. Danke. Schönen Tag noch. Tschüss. Hallo? Ja, Frau Wittke, ja. Immer mit der Ruhe. Ja, erzählen. Ich komme gleich am besten direkt ins Bistro zu Ihnen, ja? Gut. Beruhigen Sie sich erstmal. Ja, das war sehr merkwürdig. Das war gerade die Frau Bethke. Die hatte mich aus dem Bistro angerufen. Anscheinend gibt es da irgendwelche Schwierigkeiten. Ich fahre am besten gleich direkt dorthin. Und hoffentlich treffe ich da auch Ihre Tochter Lena an. Dann kann ich ihr gleich mal erzählen, was ich hier so alles in Erfahrung gebracht habe. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der Herr Amadi da etwas zu verheimlichen hat. Und dem werde ich jetzt auch nachgehen. Anwältin Alisa Valjolova fährt sofort zum Bistro, um Silvia und Lena bei dem Konflikt mit ihrem Vermieter Heiner Refke zu unterstützen. Da die Inhaberin den Laden vernachlässigt hat und ihre Tochter zu unerfahren ist, haben sie mittlerweile 6.000 Euro Schulden und sind mit der Miete 2 Monate im Verzug. Nun droht ihnen der Rauswurf. Wir haben aber bisher immer gezahlt, das wissen Sie doch. Sie können sich eigentlich freuen. Aber was heißt bisher? In Wahrheit ist es so, Sie haben im letzten Monat haben Sie gar nicht bezahlt und in 5 Tagen ist Ihre nächste Miete schon fertig. Wie wollen Sie denn das machen? Ja, die kriegen Sie doch. Zum Glück kommen Sie. Kommen Sie doch bitte gleich mal dazu. Ja, was ist denn hier los? Hallo. Wer ist das denn, Mama? Das ist unsere Anwältin, die soll uns unterstützen. Ich bin die Anwältin Ihrer Mutter und Sie sind wahrscheinlich Lena Amati, richtig? Ja, schon, aber warum brauchen wir eine Anwältin? Also ich würde mal sagen, das klären Sie später unter sich. Ich bin jetzt nur hier, weil ich meine Miete haben will. Und wenn Sie die Miete nicht bezahlen, dann wird ganz schnell kurzfristig mal eine fristlose Kündigung bei Ihnen einfliegen. Was? Das ist aber jetzt ganz schön dreist. Also das finde ich nur wieder dreist. Dreist ist es, wenn Sie Ihre Miete nicht bezahlen. Das ist dreist. Wenn Herr Bethke noch hier wäre, da wäre das ganz anders. Halten Sie meinen Vater da raus. Tun Sie mal nicht so, als hätte der Penner alles richtig gemacht. Ja, wir sorgen schon dafür, dass Sie Ihre Miete bekommen. Das ist jetzt so eine blöde Situation. Der hat uns einfach in den Stich gelassen. Und jetzt ist eben hier mal nur mal alles gerade ein bisschen chaotisch. Ja, dafür kann ich aber auch nicht. Das ist nicht mein Ding. Da müssen Sie zusehen, wie Sie das zusammenkriegen. Sie könnten sich ruhig mal darum kümmern, dass die Wasserversorgung hier wieder rund läuft. Das habe ich Ihnen nämlich schon 10-mal geschrieben und Sie haben immer noch nichts gemacht. Also, Moment, ja, also nicht zahlen, das ist ja nur der Schärfste. Und dann anschließend nur noch Ansprüche stellen. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Naja, Moment mal, also jetzt muss ich mich hier mal einmischen. So wie ich es verstanden habe, dann steht bisher überhaupt nur eine Miete aus. Und die nächste ist erst in einer Woche fällig. Also, ich bin der Meinung... Sie können Ihre fristlose Kündigung wirklich erst mal einpacken und hier unterschreiben. Aber ich frage mich, was mischen Sie sich eigentlich hier ein? Ja, was mische ich mich ein? Ich bin die Anwältin der Familie. Da habe ich natürlich völliges Recht, hier so eine renitenten Vermieter wie Sie auch mal in Ihre Schranken wieder einzuweisen, ja? Außerdem wurden Sie ja auf Mängel hingewiesen in diesen vermieteten Räumen. Dann haben Sie diese auch zu beseitigen. Wann kommt denn die Sanitätsfirma? Naja, ich muss ja erst mal die Miete einnehmen, damit ich die Sanitätsfirma bezahlen kann. Nein, jetzt werde ich Sie mal auf Ihre Pflichten hinweisen. Denn eigentlich können wir hier jederzeit die Miete mindern, wenn Sie diese Mängel nicht beheben. Ist das soweit klar? Ja, gut. Okay. Ja? Na, dann haben wir es ja verstanden. So. Danke. Gerne. Ja, danke schön. Natürlich. Ja, Mama, du musst echt mal schauen, dass du ein bisschen wieder was machst im Laden. Merkst du nicht, dass es hier bergab geht langsam? Ja. Ich meine es auch nur gut, das weißt du, aber... Ja, du hast ja völlig recht. Ich glaube, ich habe mich da jetzt ein bisschen... Ich habe das alles ein bisschen schleifen lassen, tut mir leid. Aber trotzdem... Wer sind Sie denn jetzt eigentlich? Ja, also ich bin Frau Valjolova und ich würde mich eigentlich sehr gerne mal mit Ihnen alleine unter 4 Augen unterhalten.
Können wir vielleicht einen Moment raus, ein bisschen die Straße runtergehen? Ja, ja? Okay. Das wäre schön. Mach mal. Bis später. Die mutmaßliche Körperverletzung an Lena Amati scheint hier nicht die einzige Baustelle zu sein. Offensichtlich hat diese Familie ernsthafte finanzielle Probleme, die sogar mit einer Kündigung des Bistros enden können. Aber zuerst muss ich mich jetzt mit der Frau Amati über ihren Mann und dieses Kind unterhalten. Anwältin Alisa Valjolova sucht Lena im Bistro auf. Sie will herausfinden, ob die 22-Jährige über das Doppelleben ihres Ehemanns Ramin Bescheid weiß. Aber der Grund, warum ich eigentlich hier bin, ist natürlich der, dass ihre Mutter der Ansicht ist, dass sie Opfer eines Gewaltverbrechens geworden sind. Oh, jetzt geht das schon wieder los. Ich habe ihr 100-mal erklärt, ich bin einfach hingefallen, das ist alles. Ja, aber Frau Amati, die Diagnose aus dem Krankenhaus, davon weiß ich auch. Davon hat mir ihre Mutter auch berichtet und die ist einfach viel zu eindeutig. Und schauen Sie sich diese blauen Flecken an. Das kommt nicht von einem Unfall. Dann hat der Arzt eben Blödsinn erzählt. Ich habe doch schon gesagt, was passiert ist. Das stimmt auch. Ja, aber Frau Amati, also hören Sie mir mal zu. Wenn Sie vor jemandem Angst haben oder ähnliches, da gibt es zahlreiche Wege, wie ich Ihnen helfen kann. Wirklich, sprechen Sie ehrlich mit mir. Wir können Sie bei Ihrer Mutter unterbringen oder ich suche ein Frauenhaus für Sie. Gott, jetzt geht das schon wieder los. Ja, und bedenken Sie bitte, Sie sind die Einzige, die eine Strafanzeige gegen den Täter erstatten kann. Dann kommt auch noch dazu, dass ihr Mann angeblich in Marzahn wohnt und ein Kind hat. Und davon weiß ihre Mutter auch noch nicht mal was. Das passt vorne und hinten nicht zusammen. Was für ein Kind? Na, ihr Mann, der hat doch eine kleine Tochter, die Shirin. Und die ist 2 Jahre alt. Ja, genau, so ein Blödsinn. Woher haben Sie so eine komische Information? Von dem Kollegen Ihres Mannes. Ja, dann hat er sich wahrscheinlich vertan oder hat einen Witz gemacht oder so. Ja, das glaube ich nicht, dass er einen Witz gemacht hat. Er schien mir relativ glaubwürdig zu sein. Nee, ich weiß, was es ist. Da arbeiten voll viele Iraner. Wahrscheinlich deswegen. Der hat ihn einfach verwechselt. Nee, das hat er, glaube ich, nicht. Nee. Okay, das reicht mir jetzt. Also vielen Dank für Ihre Hilfe. Das war wirklich sehr nett mit dem Vermieter und so weiter. Aber ich glaube, Ihr Job ist jetzt getan. Ich habe keinen Bock mehr. Danke, ja? Ciao. Ja. Frau Amati bestreitet zwar, dass sie geschlagen wurde, aber das glaube ich ihr nicht. Dafür hat sie sich jetzt auch viel zu nervös in unserem Gespräch verhalten. Dass ihr Mann etwas mit dieser Körperverletzung zu tun hat. Dafür haben wir zwar keine Beweise, aber irgendwer wird das gewesen sein. Es scheint mir sehr, dass Frau Amati große Probleme hat. Und damit diese Körperverletzung juristisch verfolgt werden kann, dafür brauche ich Frau Amatis Unterstützung. Doch zuerst geht Anwältin Alisa Valjolova dem Hinweis von Ramins Kollegen aus der Großküche nach und fährt nach Marzahn. Dort soll Lenas Ehemann mit Frau und Kind wohnen. Mit Lenas Hochzeitsfoto will die Juristin den studierten Physiker konfrontieren und erwischt ihn im Arm einer anderen. Herr Amati? Ja, bitte? Wer sind Sie? Guten Tag, mein Name ist Valjolova. Ich bin die Rechtsanwältin von Ihrer Schwiegermutter, der Frau Silvia Bethke. Silvia? Rechtsanwältin? Ich verstehe nicht. Es geht um die Körperverletzung an Ihrer Frau Lena. Soll ich lieber gehen? Nein, bleiben Sie bitte hier. Ich würde ohnehin gerne mit Ihnen beiden sprechen. Das ist nicht hier, nicht wie aussieht. Das ist ein Missverständnis. Nein. Naja, ganz ehrlich, wenn ich Sie beide so sehe, dann scheint mir hier nicht ein Missverständnis zu sein. Was denn Ihre Ehefrau von Ihrer Zweitfamilie? Einsame ist bloß eine Freundin von mir. Bloß eine Freundin. Das glauben Sie jetzt tatsächlich, dass ich Ihnen das jetzt abkaufe, dass das bloß eine Freundin von Ihnen ist? Also, dass in Ihrer Ehe irgendwas nicht ganz richtig läuft, das habe ich ja sowieso schon mal verstanden. Ja. Moment mal. Da hinten ist ja Ihre Frau. Frau Amati. Und das? Das ist dann wohl Ihre Tochter. Naja, das ist unsere Tochter, ja. Shirin. Langsam wird mir jetzt auch einiges klar hier. Ja, vielleicht sollten wir uns lieber ein ruhiges Plätzchen zum Reden suchen. Ja, das halte ich für eine gute Idee. Scheiße, da haben wir echt nicht aufgepasst. Und die Anwältin muss ja auch nur eins und eins zusammenzählen und weiß, was Sache ist. Die ganze Wahrheit kann ich aber nicht sagen. Also, das hier ist eine Scheinehe, richtig? Ja, Ramin war illegal in Deutschland, aber er ist echt ein feiner Kerl und er würde alles für seine Familie tun. Und er wünscht sich eigentlich nichts mehr, als einfach nur in Ruhe hier in Deutschland sein zu können. Ja, das ist ja schön und gut, aber was haben Sie sich denn dabei gedacht? Ihre Frau und Ihr Kind, die sind doch weiterhin illegal in Deutschland. Soll sie denn auch einen Deutschen heiraten, um in Deutschland bleiben zu können? Ja, so weit habe ich nicht geplant. Weiß es nicht.
Deswegen konnte ich Ihnen auch noch nichts sagen bisher darüber. Ich hoffe, Sie verpfeifen uns jetzt nicht. Ja, jetzt mal langsam. Also verpfeifen werde ich hier mit Sicherheit niemanden. Ich bin als Anwältin nicht dazu verpflichtet, irgendwelche Straftaten zu melden. Aber Sie sollten sich mal überlegen, ob diese Lebenssituation in der Form, wie die jetzt da ist, überhaupt wirklich die optimalste ist oder nicht. Vielleicht sollten Sie das ändern. Was sollen wir jetzt machen? Gut, also so weitermachen sollten Sie auf jeden Fall nicht. Denn ich meine, ich habe jetzt gerade 2 Tage dazu gebraucht, um rauszufinden, was hier eigentlich gespielt wird. Sie sind viel zu auffällig mit Ihrem Verhalten. Jetzt im schlimmsten Falle. Was könnte denn passieren, wenn es rauskommt? Ja, also im schlimmsten Fall, klar, da müsste der Ramin mit seiner Familie das Land verlassen. Was? Im Ernst? Ja, und was Sie betrifft, gut, eine Haftstrafe wird Sie jetzt nicht erwarten, aber auf jeden Fall eine Geldstrafe wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz. Ich meine, das kann man auch alles verhindern, indem wir eine Selbstanzeige in Betracht ziehen. Was? Ja, wir sollen uns selbst stellen, oder was? Das ist doch totaler Quatsch. Das würde ich gar nicht mal sagen, dass das Quatsch ist, weil für Sie würde die Strafe dann natürlich milder ausfallen. Und bei Ihnen wäre die Situation auch besser, wenn Sie noch mal nach Deutschland einreisen möchten, dass Sie dann viel, viel leichter ein Visum bekommen. Ja, als wenn Sie dabei erwischt werden wegen einer Scheinehe. Ja? Das sollten Sie vielleicht in Betracht ziehen. Außerdem ist Ihre Familie weiterhin illegal in Deutschland. Ihre Tochter könnte niemals normal zum Arzt gehen oder in den Kindergarten, geschweige denn in die Schule irgendwann. Das ist doch keine optimale Situation für Sie alle. Vielleicht haben Sie recht. Ich meine, doch. Willst du jetzt einfach aufgeben oder was? Weißt du, ich habe viele Probleme mit dich gemacht und dann ich habe viel Schlimmes gemacht und du hast mir so viel geholfen. Und jetzt vielleicht, ich muss das Land verlassen. Das ist, es gibt keine andere Lösung. Das sieht so aus. Du hast für mich so viel gemacht. Ja, aber wir können doch vielleicht einfach noch weitermachen, wenn du willst. Das ist kein Problem. Also schauen Sie mal, Sie können sich das ja gerne noch mal alles überlegen. Ja, ich will Sie zu nichts drängen, aber sollten Sie sich dazu entschließen, diese Selbstanzeige in Betracht zu ziehen, dann kann ich Ihnen natürlich gerne dabei behilflich sein. Dass Herr Amati durch diese Scheinehe legal in Deutschland ist, ändert nichts an der Tatsache, dass seine iranische Familie sich hier nicht aufhalten darf. Außerdem kann diese Scheinehe jederzeit auffliegen. Da gibt es mit Sicherheit andere Lösungen. Aber um diese Familie dabei unterstützen zu können, dafür müssen die mir die volle Wahrheit erzählen. Und daran zweifle ich zurzeit noch sehr.